Als sie fertig war, ging sie zurück in den Aufenthaltsraum und setzte sich auf das Sofa neben Jackie. Was ist? Fragte Lilly. Es geht um Hestia. Sie war die ganze Nacht nicht im Schlafsaal. Hast du sie gestern gesehen oder eine Vermutung, wo sie sein könnte? Fragte Jackie. Lillys Gesichtszüge entgleisten. Hestia ist verschwunden. Sie war gestern mit auf der Party. Wir sind zusammen hin. Das letzte Mal, als ich sie gesehen habe, ist sie mit Black weg. Er wollte mit ihr reden. Lilly wollte es nicht glauben. Doch ihr altes Misstrauen und ihre Wut über Sirius, die sie seit Wochen nicht mehr gespürt hatte, kamen wieder hoch. »Wir müssen sie finden«, sagte Lilly alarmiert. Plötzlich stand James hinter ihr. »Wen müsst ihr finden? Was ist passiert?« fragte er erstaunt. »Hestia ist die ganze Nacht nicht aufgetaucht, und als letztes habe ich sie mit Sirius weggehen sehen.« »Du weißt nicht zufällig, wo er ist?« fragte Lilly ihn. James schaute sie bestürzt an. »Du denkst doch nicht wirklich, dass Sirius ihr etwas antun würde, oder?« fragte er. Lilly würde es ihm nicht sagen, aber sie würde Sirius im Moment alles zutrauen. Lilly zuckte mit den Schultern und sagte zu ihm, »Willst du uns suchen helfen?« »Na klar, ich würde nie meine Freunde hängen lassen«, sagte er mit einem Lächeln auf den Lippen. Lilly grinste zurück. »Okay, ich suche am See. James, du gehst nochmal zum Raum der Wünsche. Und Jackie, du fragst mal die anderen, ob sie Sirius oder Hestia gesehen haben. Und du kannst auch gleich zu den Gewächshäusern gehen. Im dritten ist Hestias Lieblingsort zum Nachdenken. Wenn ihr sie gefunden habt, dann schickt mir einfach eine Eule. Die wird mich finden.« Alle eilten aus dem Raum. Etwa eine Stunde und die Hälfte des Sees später sah Lilly plötzlich eine eingemummte Gestalt auf einer Luftmatratze liegen. Lilly dachte zuerst, dass es Hestia sei, aber als sie näher kam, erkannte sie, dass das Mädchen schwarze Haare hatte. »Entschuldigung!« »Hallo? Entschuldigung?« weckte Lilly das Mädchen vorsichtig. Das Mädchen richtete sich müde auf und sagte, »Hey, wer bist du? Bist du aus Hogwarts?« »Wenn ja, kannst du mich zum Schulleiter bringen? Ich muss ihn sprechen«, fragte das Mädchen. »Warte, das sind ganz schön viele Fragen auf einmal. Also, ich bin Lilly Evans, Schulsprecherin von Hogwarts, und ich bring dich gern zum Schulleiter. Aber ich muss meine Freundin finden.« Plötzlich segelte eine wunderschöne, haselnussbraune Eule elegant zu ihr hinab und streckte ein Bein aus. Lilly löste vorsichtig den Brief ab und entfaltete ihn. »Lilly, ich habe sie gefunden. Es war nicht leicht. Sie waren hinter dem Gatter zum Wald. Wenn man da rechts abbiegt, kommt da irgendwann eine Tür, hinter der eine kleine Insel mit einem Pavillon war. In dem waren sie. Puh, ich glaube, die beiden sind endlich ein Paar. Hest hat ihn aber auch lange genug warten lassen. James. PS. Ich hoffe, wir zwei haben auch mal ein Date an so einem wunderschönen Ort.« Lilly starrte entgeistert auf das Pergament. Ein Satz hallte immer wieder in ihrem Kopf nach. »Die beiden sind endlich ein Paar.« Sirius hatte es wohl geschafft. Trotz der vielen Streiche. Trotz der vielen Anfeindungen gegenüber Hestias anderen Verehrern und der darauf folgenden Prügeleien hatte er wohl endlich ihre Freundin erobert. »Hallo?« meldete sich das Mädchen wieder zu Wort. »Steht wohl nichts Gutes in dem Brief. Naja, kannst du mich jetzt bitte zum Schulleiter bringen?« Lilly zuckte zusammen. Sie hatte das Mädchen schon fast vergessen gehabt.
hatte sie sich doch so auf den Brief konzentriert. »Ja, wie heißt du eigentlich? Und wo kommst du her? Warum willst du zum Schulleiter?« fragte Lilly. »Ich bin Mimi und meine Familie kommt aus Frankreich. Ich bin aber in England geboren. Meine Eltern haben mich unterrichtet, aber sie haben mir immer gesagt, was ich machen soll, wenn ihnen etwas zustößt. Erstens, weg von zu Hause. Zweitens, auf den Weg nach Hogwarts machen und das, ohne dass jemand auf mich aufmerksam wird. Drittens, dort die Schule abschließen und einen Job anfangen. Und das mache ich jetzt. Ich wohne mitten in den Highlands von Schottland. Wir hatten dort einige Beete und Tiere und eine Wasserquelle. Es war wie im Film. Einfach märchenhaft.« Sie holte ein Bild heraus von einem altmodischen, eingewachsenen Steinhaus mit Holzdach. Lilly erstarrte. »Hey, ich hab dies Haus schon mal gesehen. Es ist auf einem Gemälde im Haus meiner Eltern. Ich schreibe ihnen gleich einen Brief und frage, wo es her ist.« »Das ist ja komisch. Frag deine Eltern mal, ob sie jemanden gekannt haben, der Smith heißt. Also, das ist Hogwarts. Hier gibt es bestimmt allerlei zu erkunden.« Sie gingen durch das Schlossportal und zum Schulleiterbüro. Als ihnen James über den Weg lief, sagte Lilly: »James, kannst du bitte Professor McGonagall sagen, dass ich nicht kommen kann und das mit dem Ball? Ich habe Mimi hier gefunden. Sie hat beim See übernachtet und will sich hier anmelden.« Flüsternd fügte sie hinzu: »Ihre Eltern sind bei einem Aurorenauftrag gestorben.« James schaute bestürzt. »Was ist denn mit dem los?« fragte Mimi verwirrt. »Ach, James Potters Gedanken kann man nur selten folgen«, sagte Lilly heiter. »Das ist James Potter. Kein Wunder, dass er so nervös ist. Seine Eltern waren dabei, als, du weißt schon.« Traurig guckte Lilly das Mädchen an. Lilly hatte Mimi sofort in ihr Herz geschlossen. Sie tat ihr so leid. Lilly legte einen Arm um sie. »Aber«, fügte Mimi grinsend hinzu, »ihr beide gebt ein hübsches Paar ab. Er, der starke, gebräunte, heiße Typ mit der Brille, und du, die rothaarige Schönheit mit dem Hammerkörper.« Lilly lief rot an und stammelte: Wir sind kein Paar, obwohl er mich schon seit dem ersten Jahr mag.« Und sie erzählte Mimi die ganze Geschichte mit der Kröte auf ihrem Kopf und Snape, mit den Streichen, Quidditch, Noten und dass sie ihn wohl doch etwas mochte, sie ihm aber noch nicht so sehr vertraute. »Oh, ihr werdet so süß zusammen«, sagte Mimi. Da lief ein Ravenclaw an ihnen vorbei. »Der ist aber hübsch«, sagte Mimi entzückt. »Ach«, sagte Lilly lächelnd, »wenn du den hübsch findest, hast du Sirius noch nicht gesehen. Er ist der Mädchenschwarm von Hogwarts und ein Herzensbrecher, aber zum ersten Mal verliebt in meine Freundin Hestia. Sie hat ihn gehasst, aber wenn ich James Glauben schenken kann, sind Sirius und Hestia jetzt zusammen. Ach, wärst du nur ein paar Tage früher gekommen, dann hättest du die beste Party des Jahres nicht verpasst. Sirius Geburtstag. Aber egal, wir sind da.« Sie standen vor dem Schulleiterbüro. Als sie durch die Tür in den Krankenflügel traten, kam Madame Pomfrey auf sie zu und fragte: »Wer sind Sie?« »Ich bin Mimi Smith, eine neue Schülerin.« »Dann müssen Sie Ihr Gesicht waschen, bevor ich die Wunden heilen lassen kann.«
Als ihr Gesicht wieder normal aussah, fragte sie Lily schüchtern. »Weißt du, wo ich was Neues zum Anziehen herbekomme? Ich möchte nicht so rumlaufen.« Und sie deutete auf ihre dreckige, zerfetzte Jeans und ihren Pullover. Lily grinste. »Kommt drauf an. Hast du Geld? Wenn ja, könnten wir einkaufen gehen. Wenn nicht, dann könnte ich dir was leihen.« »Ich habe unseren Gringotts-Schlüssel, aber wann komme ich das nächste Mal nach London?« »Dann leihe ich dir etwas, weil du erst in den Ferien nach London kannst. Aber wir brauchen auch ein Kleid für dich für den Ball nächste Woche. Die Zettel wurden vor einer Woche ausgehängt und wir können nur heute und morgen nach Hogsmeade. Das ist alles so stressig, aber das bekommen wir schon hin. Also, das ist die große Halle, hier gibt es Essen.« Als sie sich an den Tisch setzten und aßen, sagte sie beeindruckt: »Wow, das ist echt gut. Ich habe mich in der letzten Woche von Kleintieren ernährt.« Als sie fertig waren, gab Lily Mimi eine kleine Führung und zeigte ihr ihren Schlafsaal. Sie hatte Lillys altes Bett bekommen. Als die beiden dann in Lillys Zimmer saßen, suchte sie aus ihrem Kleiderschrank Kleidung heraus, die sie nicht unbedingt brauchte, und Mimi zog sie an. Lily lieh ihr 3 Hosen und 5 T-Shirts, einen Rock und ein Kleid. Dann, als es auf Mittag zuging, schlug Lily vor, dass sie nach Hogsmeade gehen könnten und ein Kleid für sie zum Herbstball zu besorgen. Als die beiden im Dorf angekommen waren, steuerten sie auf einen kleinen Laden zu, der große Glasscheiben hatte und Kleider vor der Scheibe hingen. Sie waren nicht so schön wie die von Madame Malcolm, aber auch nicht wirklich hässlich. »Also, ich habe nur 50 Galeonen, bis ich das nächste Mal nach Gringotts komme.« »Keine Sorge, wir finden ein Kleid für dich«, sagte Lily. »Es ist echt schön, endlich mal eine Freundin zu haben. All die Jahre hatte ich niemanden, mit dem ich reden konnte. Und du bist so nett.« Lily lief rot an. Sie mochte dieses Mädchen auch sehr, aber sie war trotzdem sehr verlegen deswegen. Als Mimi das erste Kleid anhatte, sah Lily das erste Mal, wie schön man dieses unscheinbare Mädchen herausputzen konnte. Natürlich konnte man bei ihr nicht verbergen, dass sie ein sehr muskulöses Mädchen war, aber das ließ sich von ihren Wangenknochen leicht überspielen. Sie kauften für Mimi ein schönes, orangenes, schlichtes Kleid, das matt war und bis über ihre Knie ging. Als die beiden in den 3 Besen waren und gerade ein Butterbier tranken, kamen Hestia und Sirius Hand in Hand hinein. Hestia sah Lily und steuerte auf sie zu. »Hey, wo warst du die ganze Zeit?« »Wer bist du?« Sie sah Mimi fragend an. »Das ist Mimi Smith und ich habe sie auf der Suche nach dir gefunden und zeige ihr jetzt alles. Und wo warst du die ganze Zeit?« »Ich habe noch nie von einer Familie namens Smith gehört. Aber ich bin sicher, du bist ein ganz nettes Mädchen. Lily, wir reden später noch einmal.« Und dann ging sie mit Sirius aus dem Laden. »Ah, ich nehme an, dass das Sirius ist?« fragte Mimi. »Ja, genau. Und was willst du noch machen?« Lily verbrachte die nächste Woche größtenteils mit Mimi und die beiden zogen durch das Schloss und erkundeten die Gänge. Mimi fand einige Geheimgänge, die Lily noch nicht kannte. Als sie am Ballabend zusammen in Lillys Zimmer saßen und sich die Kleider anzogen, fragte Lily: »Hey, Mimi, hast du eigentlich ein Date?« »Ob du es glaubst oder nicht, das habe ich. Es ist ein Gryffindor-Junge.« »Und du?« hat dich James gefragt. »Selbst wenn du es nicht zugibst. Ich weiß, dass du das wolltest.« Lily schaute verlegen.
Ja, er hat mich gefragt, ob ich ihn begleiten will. Aber leider auf einem Pergament und nicht persönlich, sagte sie verlegen, während sie ihre Haare mit dem Zauberstab antippte, so, dass sie bis zu ihrem Po wuchsen und glatt wurden. Mimi quietschte. Und? Hast du ja gesagt? Lilly trug Make-up auf und sagte, ich habe Regeln aufgestellt. Schließlich will ich nicht. Naja, also ich habe ihm gesagt, dass er das als Dank für die Rettung verstehen soll und dass er mich nicht dort anfassen soll, wo ich es nicht will. Du bist ja so vorausschauend, lachte Mimi und lockte dabei ihre kurzen schwarzen Haare mit ihrem Zauberstab. Plötzlich kam Hestia herein und keuchte. Sorry, Lilly, dass ich zu spät bin. Ich habe die Zeit beim Duschen vergessen. Oh, ihr seht wundervoll aus. Sie zog sich ihr Kleid an und schnappte sich ihre Make-up-Tasche. Und, Mimi, hast du ein Date? Ja, er heißt Remus. Hestia und Lilly schauten sie erstaunt an. Echt jetzt? Remus? Hestia schaute sie verblüfft an und hielt ihre Mascara vergessen in der Luft. Dann grinste sie. Hast du ihn gefragt oder er dich? Mimi war verwirrt wegen der Verblüffung ihrer Freunde und sie sagte, ich habe ihn gefragt, aber er hat ja gesagt. Wieso seid ihr so erstaunt? Weil Remus selten ein Date hat, antwortete Lilly schlicht. Kann ich mir nicht vorstellen. Er ist doch so süß, sagte Mimi, während sie Rouge auf ihre Wangen auftrug. Sie wirkte plötzlich bedrückt. Was ist los? Fragte Lilly und lächelte sie an. Naja, ich mach mir halt Sorgen um mein Zuhause. Ich vermisse es so sehr und habe Angst, dass die Todesser es zerstören. Und es kümmert sich auch niemand um den Pool und um das Haus. Und die Tiere musste ich verkaufen an irgendeinen Bauern in der Nähe. Hestia sah aus, als hätte sie gerade die beste Idee ihres Lebens gehabt. Was, wenn wir in den nächsten Ferien dorthin apparieren und dort Ferien machen? Wir könnten Schutzzauber über dem Haus errichten und einen Anti-Apparierfluch. Und Dumbledore würde sicher etwas zu deiner Aufheiterung beitragen. Und wir könnten in den Oster- oder Sommerferien auch eine Poolparty machen. Sie klang echt begeistert von dieser Idee. Lilly wollte gerade sagen, dass sie doch nicht von Mimi erwarten könne, dass sie ihr Haus zur Ferienwohnung machen lassen wollte. Da sagte diese, »Das ist eine schöne Idee, aber ich glaube nicht, dass eure Eltern wollen, dass ihr alleine lebt. Aber es ist eine schöne Idee.« Sie lächelte traurig, während sie sich eine Kette um den Hals legte. »Ich bin mir sicher, dass ich meine Eltern dazu überreden kann«, sagte Hestia und lächelte sie an. Lilly sagte, um Mimi aufzuheitern. »Ich glaube, ich bräuchte etwas Zeit, um sie zu überreden. Aber wenn ich ihnen von deiner Situation erzählen darf, dann würden sie sicher ja sagen.« Lilly drehte zum Abschluss ihres Make-ups noch ihre Wimpern etwas länger. Ihre mit roten Lidschatten und schwarzem Eyeliner umrandeten Augen schauten Mimi aufmunternd an. Lilly und Mimi waren fertig und mussten nur noch ihre Schuhe anziehen. Lilly hatte ihre länger gezauberten Haare zu einem hohen Pferdeschwanz zusammengebunden und den Haargummi mit darum gewickelten Haaren versteckt. Sie hatte Angst, dass James, der sie bei einem ihrer Rundgänge gefragt hatte, sie stehen lassen würde oder es ihm zu Kopf steigen würde oder er sie nicht mochte. Aber sie wollte keine Schwäche zeigen. Sie wollte ihm zeigen, dass er sie nicht besitzen konnte und sie nicht zu haben war. »Könntet ihr noch auf mich warten?« Lilly schreckte hoch aus den Erinnerungen, wie sie James eingeladen hatte, und schaute Hestia an,
die gerade Eyeliner um ihre mit weißem Lidschatten umrandeten Augen auftrug. Lily ging zu ihr und schnappte sich ihren Rouge, um ihr zu helfen, und Mimi zog ihr ihre Schuhe an und legte ihren Schmuck an. Als sie fertig waren, waren sie nur eine Minute später dran als die anderen. Als sie in der Eingangshalle ankamen, war die Tür gerade geöffnet worden und fast alle schon in der Halle. Als sie eintraten, kam Remus zu Mimi und bot ihr seinen Arm an. Und Sirius kam zu Hestia und tat das Gleiche. Als Lily James entdeckte, musste sie sich zusammenreißen, um nicht zu lachen. Er hatte wohl versucht, sich die Haare zu glätten.